So, wir reden jetzt ganz offen über das, was da gerade im Video zu sehen war und auch eine Sache, die auf hier beschrieben wurde. Und zwar sagt Skibro, ey, pass mal auf hier, Kick ist scheiße. Finde ich blöd, ne? Also hier, weiß ja nicht, finde ich doof, Kick ist doof. So, und das passt relativ gut mit diesem Video zusammen. Gut. Kann man Kick kritisieren? Ja, absolut. Gibt für mich tatsächlich keinen Grund, etwas nicht zu kritisieren. Ich finde tatsächlich sogar, dass man an allem Kritik üben kann. An allem. Grundsätzlich. Man kann an sich selber Kritik üben und an anderen. Hinterfragen ist eigentlich immer so der Schlüssel zur Verbesserung, außer man übertreibt es. Hm, natürlich. Jetzt ist es so. Ich habe am Anfang selber gesagt, ich werde nicht auf Kick streamen, weil die kein Impressum haben. Haben sie damals wirklich nicht gehabt? Das ist kein Witz. Gab keins. Du hast keine Ahnung gehabt, wer hinter Kick steckt. Und das sind so Sachen, die haben sich geändert über die Jahre. Ne? Das war letztes Jahr, glaube ich. Und Anfang des Jahres, im Februar, wurde mir von Kick, ich muss gerade mal reingucken, weil ich hatte die irgendwo gesehen, das Impressum. Weil das war tatsächlich Real Talk das erste, was ich kontrolliert hatte, als ich hier wieder mich angemeldet habe. Also das erste Mal angemeldet habe. Irgendwo habe ich es gesehen. Ich habe im Februar die Einladung von Kick bekommen, hier Partner zu werden. Und auch da war ich ja noch relativ, weiß nicht. Ja? Man hört ja Schlimmes. Und das Schlimme, was man hört, ist die Tatsache, dass die Plattform jemanden gehört, der ein Casino besitzt. Und das ist nicht ganz richtig. Er ist Teilhaber und Mitbesitzer. Das ist irgendwie so ein bisschen dazwischen. So, Casinos, das ist Blutgeld. Ich glaube, sind wir uns alle einig. Casinos sind eine schlimme Sache. Und indirekt gibt es dann auch den Vorwurf, dass wenn du als Streamer hier streamst, Casinos supportest, weil das ist ja hier Casino-Geld, was hier fließt, und dadurch quasi dich am Leid der Menschen beteiligst. Ja? Das war ein Thema, darüber habe ich mir sehr lange Gedanken gemacht. Sehr viele Gedanken gemacht. Und dann bin ich in mich gegangen. Ich habe da gesessen und habe mir gedacht, Amazon ist ja kein Deut besser als Kick. Null. Das war aber noch nicht mal mein Argument. War es nicht. Weil, wenn das mein Argument gewesen wäre, wäre mein Argument auch, dass jeder, der auch nur ansatzweise ein Nestlé-Produkt kauft, auch dafür verantwortlich ist, dass Blutgeld benutzt wird. Ich könnte jetzt den Chat fragen und könnte sagen, wer von euch kauft bewusst Nestlé-Produkte? Und viele, die dann schreiben, ich nicht, mit denen wette ich um 100 Euro, dass er trotzdem Nestlé kauft und er weiß es gar nicht. Auch gilt das für andere Firmen. Wir in Deutschland, ich rede jetzt nur von Deutschland, weil ich keine Ahnung habe, weltweit, ich bin, was das alles angeht, dumm. In Deutschland werden wir von Lobbyisten regiert. In Deutschland sind die größten Lobbys zum Beispiel die Autolobby, die Automobillobby, aber auch solche Lobbys wie Nestlé und anderen Konzerne. Diese, das ist einfach so, misshandeln auch Menschen. Also das ist, wie soll ich, warte mal, ich versuche mal gerade den Punkt zu greifen, es ist sehr schwierig, ohne dass das irgendeiner von euch bewusst wahrnimmt. Geht er morgens aus der Haustür raus und bereichert sich an anderen Menschen. Jeder von euch. Ist das gut? Nein. Können wir es ändern? Nein. Werden wir es ändern? Nein. Keiner von uns. Wieso wechsle ich auf Kick? Also erstmal wechsle ich nicht. Ich bleibe auch auf Twitch. Auf Twitch werden weiterhin die Wünsche erfüllt. Warum bin ich aber auf Kick als Exodus? Für nicht Server, sondern als Exodus. Und warum habe ich bewusst gesagt, wer mich als Mensch unterstützen möchte, der macht das bitte in Zukunft hier. Weil Twitch, und das ist etwas, was am Jahresanfang angefangen hat, meine Reichweite einzuschränken, mit Absicht. Ich weiß nicht warum, aber es ist passiert. Ich bin Partner, ich werde vom Support geghostet. Wir haben das Problem, dass meine Follower nicht benachrichtigt werden, wenn ich live bin. Selbst meine Moderatoren nicht. Und auch meine Subs nicht. Auch meine VIPs nicht. Rund 20% meiner Follower kriegen eine Notification, dass ich live bin. Der Rest nicht. Und es ist absolut willkürlich, wer eine bekommt und wer nicht.
Ich habe mich mit diesem Problem mehrfach an Twitch gewendet. Mehrfach. Ich habe bis heute 2 Nachrichten erhalten, in denen drinne stand, dass man da nichts machen könne und dass eigentlich alles okay ist. Und von den anderen 5 habe ich nie eine Antwort erhalten. Twitch hat den Subpreis von 4,99 auf 4 Euro runtergesetzt und hat uns gesagt, das gleicht ihr mit Werbung aus. Twitch ist eine Werbehölle-Plattform geworden. Ihr kommt bei mir in den Stream und müsst erstmal 7-mal Werbung gucken. Was soll denn das? Verdiene ich daran Geld? Nein, das ist lächerlich wenig, was ich dafür kriege. So lächerlich wenig, dass ich es ausmachen würde. Und das meine ich ernst. Ich würde es ausmachen. Geht das? Kann ich als Partner das ausmachen? Nein, kann ich nicht. Kann das nicht ausmachen. Twitch lädt mich zur Twitch.com ein und schreibt in der gleichen E-Mail, dass ich aber trotzdem mein Ticket selber zahlen muss. Ich bin Twitch-Partner. Es sind so viele Kleinigkeiten seit Anfang des Jahres passiert auf Twitch, im negativen Bereich. Und dann habe ich rausgefunden, dass ich, also erstens wurde mir mein Share genommen, ne, 70-30, 50-50. Matthias. Und dann habe ich gesehen, das sind gar keine 50-50, das sind weniger. Ich kriege nicht 2 Euro für einen Sub, ich kriege 1,70 Euro oder 1,73 Euro pro Sub. Der letzte Subathon hat erschreckend wenig Geld gemacht. Also bei mir ist das so ein Prozess, der hat lange stattgefunden und es ging am Ende nicht mehr nur ums Geld, sondern es ging am Ende darum, dass ich seit 5 Jahren Partner bin auf Twitch und der Support weg ist. Es gibt einfach keinen mehr. Und ich habe keinen Ansprechpartner, ich habe keinen Partnermanager. Ich muss über ein Ticketsystem mit Twitch schreiben, die dann manchmal antworten, manchmal nicht. Und ich keine Handhabe habe. Ich habe keinerlei Möglichkeiten, mit Twitch ordentlich zu kommunizieren, mit denen meine Probleme zu besprechen. Es ist einfach nichts da. Jetzt bin ich vor die Wahl gestellt worden, dadurch, dass auch meine Reichweite immer weiter eingeschränkt wurde, immer weniger Leute zugeschaut haben. Warte mal, ein Kick ist doch aber der größte Kategorie selber Slots ist und damit ziehst du dort deine Community auf eine Plattform, Glücksspiel befürwortet würden. Deine Community bleibt dann halt hier und manche probieren das dann halt auch aus. Fischkopf, das ist ein guter Einwand. Fischkopf, ich danke dir, dass du konstruktiv zu diesem Gespräch beiträgst. Ich finde das super, weil ich finde es sehr wichtig, gerade mit solchen Dingen offen umzugehen. Das ist Twitch. Kennen wir sehr gut, oder? Wisst ihr, was mir nicht mehr angezeigt wird? Hot Tub Streams. Wisst ihr warum? Weil ich fast alle Hot Tub Streamerinnen gebannt habe. Also hier auf diese 3 Punkte und dann interessiert mich nicht. Ich bin mal gespannt, ob das direkt funktioniert, Vorführeffekt ist. Beim letzten Mal hat das super funktioniert, als ich das jemandem gezeigt habe, warum meine Entscheidung getroffen wurde. Ja, das ist jetzt Vorführeffekt, aber das letzte Mal hat es super toll funktioniert. Ich bin hier unangemeldet auf die Plattform gegangen und was wurde mir ununterbrochen angezeigt? Casino und Hot Tub. Ach so, Casino ist ja verboten auf Twitch, ne? Ist aber komisch, dass Slots immer noch gezeigt werden. So, also. Das ist Twitch. Das ist nicht Kick. Das ist Twitch. Und ja, der größte Anteil auf Kick ist aktuell Casino. Aber wisst ihr was? Wisst ihr was? Wir können für und wieder reden. Wir können das gut reden, wir können das schlecht reden. Ich gebe euch sogar recht mit dem, was ihr sagt. Das ist trotzdem scheiße. Das ist alles richtig. Ihr geht bei euch aufs Profil. Hier in Einstellung, Profil, runterscrollen, die beiden Haken rein. Speichern. Und ihr seht keine Pools, keine Hot Tubs, keine Bikinis und keine Slots und keine Casinos. Fischkopf hat recht. Aber was nicht ist, kann doch werden. Ich habe mal eine Frage, Fischkopf. Weißt du, wie Twitch angefangen hat? Ich sag's dir. Twitch hat angefangen als Justin TV und dort lief nichts anderes als Fußball und raubkopierte Filme. Dann wurde es zu Twitch und Twitch hat noch sehr, sehr, sehr lange diese Filme geduldet und Fußball, bis sie gesagt haben, wir werden seriös und bannen das jetzt weg. Es ist eine Kritik, die auch ich an Kick habe. Ich finde Casinos scheiße und ich finde auch den Rest scheiße. Diese Kritik gehe ich mit d'accord, Fischkopf. Ich sage dir, wie das ist. Ich sehe das genauso wie du. Aber heißt das, dass ich deswegen nicht hierher probieren könnte zu wechseln? Weil tatsächlich andere Sachen bei Twitch mittlerweile so radikal scheiße sind, dass ich auch diese nicht mehr unterstützen möchte. So ist das nämlich für mich. Ich bin seit 5 Jahren Partner
Wir haben echt Geld mit mir gemacht, ne? Ich habe Geld gemacht, die haben Geld gemacht, wir haben alle Geld gemacht. So, reden wir mal über Amazon. Eine Sekunde nur oder zwei, weil wir brauchen nicht drüber reden. Jeder von euch weiß, dass Amazon seine Mitarbeiter ausbeutet. Ist das was Neues? Nein. Juckt euch das? Nein. Wir reden hier von Moral und nutzen aber trotzdem alle die Amazon-Produkte. Jeder bestellt bei Amazon, jeder benutzt Amazon Prime zum Videos gucken und wir benutzen Twitch. Und trotzdem beutet Amazon selbst in Deutschland Leute aus. Und es interessiert niemanden. Es juckt keinen. Da macht sich keiner krumm. Casinos sind scheiße, Slots sind scheiße. Warum? Weil leider manche Menschen damit nicht umgehen können. Weil leider Menschen in die Sucht fallen. Genau so ist deswegen Alkohol scheiße und Tabak. WoW auch, wenn du es so willst. Was für Möglichkeiten habe ich als Streamer auf Twitch, dessen Reichweite eingeschränkt wurde, seit Jahresanfang, der keinen ordentlichen Support mehr erhält, obwohl er Partner ist, dessen Share gekürzt wurde, was eigentlich ein Vertragsbruch ist, aber die das natürlich, weil sie gute Anwälte haben, schlau umgangen sind, die eine Zwangswerbepflicht bekommen haben und das nicht ausschalten können und dessen Share, nachdem er gekürzt wurde, nochmal gekürzt wurde, indem behauptet wird, hey, von deinem Anteil vom Sub bezahlen wir für die Steuern. Was nicht geht. Das geht nicht. Die können nicht meine Steuern in Deutschland zahlen. Aber die behaupten es und machen es. Welche Möglichkeiten habe ich, trotzdem mein Leben zu finanzieren? Ich bin ein kleiner Streamer. Ich lebe hiervon. Wir haben eine Firma. Ich habe Angestellte. Diese Angestellten verlassen sich darauf, dass sie am Monatsende ihr Gehalt von mir bekommen. Das interessiert keine Sau, wie ich dieses Gehalt zusammenkratze. Das interessiert niemanden. So, welche Möglichkeiten habe ich als Streamer, diesen Verlust zu kompensieren? Wir haben gut leben können, bis Twitch angefangen hat, meine Reichweite künstlich zu reduzieren. Was mache ich? Ich kann, und jetzt kommt's, das passt jetzt super zu dem, was wir jetzt gerade gesehen haben. Wir haben gerade eine Reaction gemacht. Ne? Ich kann anfangen, Heilsteine zu verkaufen. Und jetzt denkt sich jeder, hä? Wir haben gerade darauf reacted, wie jemand, also eine Influencerin, die Freundin von Julienko, wie die gefakte Heilsteine an den Mann bringen wollte. Ich habe die Möglichkeiten, euch zu verarschen, euch zu belügen. Ich habe die Möglichkeiten, als Horst Flock Menschen über den Tisch zu ziehen. Auf den Server euch zu verarschen. Versteht ihr, worauf ich hinaus will? Solche Sachen wurden ja schon gemacht mit euch von anderen Servern und Betreibern. Ich habe die Möglichkeit, irgendwelche ganz komischen Werbedeals einzugehen. Wirklich. Ich kann solche Dinge tun. Das geht. Aber das mache ich alles nicht, weil dann bin ich nicht mehr ich. Wahrscheinlich würde sich auch Nadja von mir trennen, weil die auch so einen Mann nicht im Haus haben will. Ich bin so nicht. Also, was tue ich? Ich gucke nach Möglichkeiten, weiterzumachen und weiter davon auch leben zu können und für euch weiter live zu sein, streamen zu können, Spaß zu haben. Wir probieren also jetzt was Neues aus und das ist Kick. Ist es moralisch verwerflich? Nein, ist es nicht. Es ist genauso moralisch verwerflich wie Twitch. Der Unterschied ist nur, Twitch ist etabliert und deswegen meckert keiner. Twitch ist trotzdem von Amazon und Amazon beutet trotzdem seine Mitarbeiter aus. Es wird sich nichts dran ändern, selbst wenn der CEO von Twitch einer behinderten Streamerin hilft, auf die Toilette zu kommen. Selbst dann ändern sich diese Tatsachen nicht und es wird sich auch nicht ändern. Twitch war mal toll. Als damals noch Simon Koschel da war, war Twitch noch so eine geile Plattform. Aber das ist sie nicht mehr. Und als es angefangen hat, dass meine Reichweite eingeschränkt wurde, wir haben dadurch Spieler verloren. Ne? Also es sind nicht neue Spieler nachgerückt, weil die Reichweite gefehlt hat. Die Subs wurden reduziert und von den reduzierten Subs werden auf einmal die Steuern abgezogen, was überhaupt nicht rechtens ist, aber es wird trotzdem gemacht. Mein Geld wird immer weniger, ich muss trotzdem den ganzen Scheiß finanzieren. Auch für mich ist das Leben teurer geworden. Nicht nur für alle, für mich kostet ja natürlich die Butter jetzt auch mehr. Ist ja nicht so, dass ich in einen Laden für Influencer gehe, wo alles noch günstig ist. Oder dass ich das geschenkt bekomme, weil ich Influencer bin. Für mich kostet auch alles mehr, genauso wie für euch. Genauso muss ich auf mein Geld gucken. Und ich habe die Möglichkeiten, euch anzulügen und zu verarschen oder was Neues zu probieren, was Twitch heißt. Was Kick heißt. Und ich habe mich für Kick entschieden, weil ich gesagt habe, wollt ihr mich weiter unterstützen, macht es hier. Hier bekomme ich von dem Sub das Dreifache. Ey, wir haben es vorhin ausgerechnet. Ich bekomme für 500 Subs auf Twitch 850 Euro.
Hier bekomme ich 2200. Digga, das ist so ein krasser Unterschied. Der ist so enorm, dieser Unterschied, dass der zwischen Existenz und Nicht-Existenz entscheidet. Das ist so ein Unterschied, ist das. Ihr dürft mich kritisieren dafür. Ihr dürft mit mir meckern, dass ich diese Entscheidung getroffen habe. Ihr dürft auch mit mir meckern über andere Entscheidungen, die auf dem Server stattfinden. Und ich werde immer ein offenes Ohr für euch haben. Ich werde euch immer zuhören. Aber für mich steht fest, erstmal wohne ich jetzt auf Kick. Ein ordentlicher 70-30-Share, 70% Kick, 30% machen wir auf Twitch. Auf Twitch werden wir weiterhin die Wünsche erfüllen. Ihr habt dort eure Exis gesammelt, die nehme ich euch nicht weg. Und ihr dürft dort auch weiterhin bleiben. Wer Kick doof findet, der bleibt hier weg, der macht sich auch keinen Account, der kommt nicht mit hierher. Wer das für sich selber moralisch nicht verschachteln kann, wer von euch sagt, nee, das ist nicht meine Moral, ich kann das nicht verschachteln, hierher zu kommen, weil Kick einfach eine blöde Plattform ist, eine Drecksplattform, die Werbung für Glücksspiel macht, dann ist das okay und dann akzeptiere ich das und ich werde niemanden von euch böse sein und aus dem Grund wird es auch weiterhin Wünsche erfüllen, nur auf Twitch geben. Ich höre auf euch, was diese Dinge angeht. Aber ich, Exidus, Matze, wohnt jetzt erstmal auf Kick und eventuell wird sich das noch nicht mal mehr so schnell ändern, wenn Kick cool bleibt. Weil vielleicht haben wir ja das ganz große Glück, dass Kick sich auch irgendwann von den Slots löst. Die sind moralisch verwerflich. Da brauchen wir nicht drüber reden. Aber diese Slot-Werbung läuft übrigens abends bei uns zumindest auch im Fernsehen. Also müsste ich jetzt theoretisch auch ProSieben und Sat1 und Vox boykottieren, weil auch die machen für Slots Werbung abends. Und das ist das, worauf ich hinaus will. Die Leute schwingen heutzutage so schnell die Moralkeule, Wie soll ich es nennen? Pseudomoral ist es schon, dass die Pseudomoral dahinter einfach verschwindet. Ne? Also ich kann nicht sagen, ey, Kick ist scheiße, weil die machen für Casino-Werbung und für Hot Tubs, aber auf Twitch hast du auch Casino-Streams und Hot Tubs. Habt ihr alle vergessen, dass das vor über einem Jahr ein Riesenthema war mit den Hot Tubs, wo sich jeder massiv drüber aufgeregt hat? Hat das jeder vergessen? Ist es aus den Köpfen raus? Das ist das, was ich meine. Das ist mein Problem mit dieser Sache, dass die Leute alle vergessen haben, dass Twitch exakt das Gleiche gemacht hat. Twitch hat vor kurzem eingeführt, dass wir, wenn ich jetzt einen Werbepartner wiederfinde, so wie das letzte Mal HelloFresh, ich hätte für HelloFresh auf Twitch keine Werbung machen dürfen. Das haben die zwar nach 24 Stunden revidiert, aber auch nur, weil es einen Shitstorm des Todes gegeben hat. Und es sind so viele Punkte auf Twitch, die wollen sich an den Streamern so bereichern. Das ist so ekelhaft asozial, was die verlangen. Holt euch doch mal für 1000 Bits, also 10 Euro, holt euch mal für 10 Euro Bits. Das sind 1000 Bits. Was bezahlt ihr? 17 Euro. Was ist denn das für eine Verhältnismäßigkeit? Wenn ihr auf meinen Server 10 Euro investiert, dann kriegt ihr 1000 Coins. Fertig. Ihr müsst nicht 17 Euro für 1000 Coins bezahlen, sondern ihr kriegt für 10 Euro 1000 Coins. Und zwei Crates kosten 10 Euro. Es bleibt nichts übrig. Ihr habt sogar noch extra Horse Coins, also es bleiben sogar noch Coins übrig. Und das ist das, was ich meine. Ich kann euch verarschen, indem ich jetzt anfange, Horse Coins teurer zu machen für die gleiche Summe. Aber sowas machen wir nicht. Ich suche neue Vertriebswege und das ist Kick. Entweder es klappt oder es klappt nicht. Das sind Entscheidungen, die muss ich treffen, die muss ich als Unternehmer treffen, die muss ich als Chef treffen. Ich kann damit ganz schön eingehen. Ich kann die falsche Entscheidung treffen. Seit 5 Jahren. Die meisten Entscheidungen, die ich treffe, sind öffentlich. Das heißt, seit 5 Jahren habe ich auch dieses Problem, dass wenn ich eine Entscheidung treffe, dass sie öffentlich sind. Und dann werden die zerrissen, diese Entscheidungen. Aber versetzt euch mal eine Sekunde in meine Lage. Verantwortung für 5 Menschen zu tragen. Verantwortung für die Spieler zu tragen, dass der Server am Laufen bleibt. Verantwortung zu tragen, ich werde Papa, ich möchte weiterhin selbstständig sein, damit ich meiner Kleinen auch vielleicht irgendwas kaufen könnte, eventuell. Klar könnte ich wieder anfangen, LKW zu fahren. Ja, für 1600 netto, 12 Stunden am Tag. Ja, kann ich. Aber ich will doch mal eine Familie ernähren. So, das ist, ihr könnt das alle doof finden und ich bin damit einverstanden, dass ihr das doof findet. Deswegen bleiben vorerst Wünsche auf Twitch, das wird sich nicht ändern. Das bleibt auch erstmal so. Da müsst ihr euch keine Sorgen machen. Und wir werden auch Events, wie gewisse Events,
Nächsten Freitag startet ein großes Event. Ihr solltet dabei sein. Es wird lustig. Das mache ich auf Twitch mit euch. Macht euch da keinen Kopf. Da bin ich auf Twitch. Da habt ihr Horst Blocks alles so, wie es sein soll. Aber ich, Matze, ist jetzt auf Kick. Und jeder, der mich supporten möchte, der kann das hier tun. Und da freue ich mich. Und ich freue mich vor allem, mit euch zusammen was Neues erfahren zu können. Vielleicht eine neue Bubble zu bilden. Auf Kick einfach eine neue Minecraft-Bubble zu bilden. Da freue ich mich drauf. Weil wir sind dann die Messlatte. Wir. Hier, zum Beispiel Nopsi, der schon die ganze Zeit auf Kick Minecraft streamt. Das ist dann die neue Messlatte für Minecraft Deutschland. Wir können Teil davon sein oder nicht. Das könnt ihr entscheiden für euch. Ich bleibe jetzt erstmal mir, das ist meine Entscheidung. Die habe ich getroffen. Und ja, ich sage das jetzt, wer sein Sub auf Twitch nicht mehr verlängert und dafür hier subbt, finde ich geil. Finde ich geil. Ist eine Tatsache. So, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Die Leute, die jetzt nur eingeschaltet haben für das Gespräch, wir machen jetzt mit dem regulären Abendprogramm weiter.